Herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt beim Fenster Äquivalenzumformungen. Für dieses Video solltest du bereits wissen, dass Äquivalenzumformungen die Lösungsmenge einer Gleichung nicht verändern. Das heißt, wenn wir auf eine Gleichung eine Äquivalenzumformung anwenden, zum Beispiel wir multiplizieren beide Seiten mal 2, dann ändert sich die Lösungsmenge dieser Gleichung nicht. Und dein Ziel für dieses Video ist es zu verstehen, dass verschiedene Gleichungen, die dieselbe Gerade als Lösungsmenge haben können. Das heißt, wir formen eine Gleichung durch eine Äquivalenzumformung zu einer anderen Gleichung um. Dann haben natürlich beide Gleichungen trotzdem dieselbe Lösungsmenge, sprich dieselbe Gerade ist dann die Lösungsmenge von beiden Gleichungen. Bei dieser Aufgabe haben wir nun drei verschiedene Geradengleichungen gegeben und wir sollen die Lösungsmengen dieser drei Gleichungen herausfinden. Doch bevor wir das machen, sollen wir noch herausfinden, was diese drei Gleichungen denn gemeinsam haben. Wenn du genau hinschaust, dann wirst du nämlich erkennen, dass du durch eine Äquivalenzumformung jede Gleichung in die jeweils nächste überführen kannst. Versuch das zunächst bitte kurz alleine und pausiere dazu das Video. Gut, wenn wir die erste Gleichung hier betrachten, dann sehen wir, dass hier eine Division durch 2 steht und bei der zweiten Gleichung haben wir dann hier auf der rechten Seite ein mal 2 stehen. Das heißt, damit wir die erste Gleichung in die zweite Gleichung überführen, müssen wir einfach sowohl die linke Seite als auch die rechte Seite mal 2 multiplizieren. Das heißt, wir machen natürlich eine Äquivalenzumformung. Wir machen sowohl auf der linken Seite als auch auf der rechten Seite denselben Rechenschritt. Das heißt, wir multiplizieren die erste Gleichung mit mal 2 und erhalten dadurch dann die zweite Gleichung. Nun sehen wir hier, dass wir bei der zweiten Gleichung auf der linken Seite ein minus 3 haben und hier bei der dritten Gleichung haben wir auf der rechten Seite ein plus 3. Das heißt, hier wurde erneut eine Äquivalenzumformung durchgeführt. Es wurde auf beiden Seiten der Wert 3 dazu addiert. Das heißt, bei der zweiten Gleichung können wir plus 3 addieren. Dann erhalten wir die dritte Gleichung. Und nun, jetzt ist es so, dass wir die drei unterschiedlichen Gleichungen hier jeweils durch Äquivalenzumformungen erhalten haben. Das heißt, alle drei Gleichungen hier müssen dieselbe Lösungsmenge haben. Das muss so sein, sonst hätten wir keine Äquivalenzumformung gemacht. Und da alle drei dieselbe Lösungsmenge haben müssen, muss dieselbe Gerade die Lösungsmenge für alle drei Gleichungen sein. Und was wir nun machen sollen, ist die Gerade hier in das Koordinatensystem einzuzeichnen. Versuch das zunächst wieder kurz alleine und pausiere erneut das Video. Gut, betrachten wir vielleicht nun die dritte Gleichung im Detail, denn diese haben wir bereits in der Form y ist gleich k mal x plus d gegeben. Das heißt, wir können aus der dritten Gleichung den y-Achsenabschnitt d berechnen, also jenen y-Wert, bei dem die Gerade die y-Achse schneidet und das ist hier in dem Fall der Wert 3. Das heißt, wir suchen im Koordinatensystem bei x ist gleich 0, den Wert y ist gleich 3 und wir finden den Punkt hier oben. Das heißt, bei diesem Punkt muss die Gerade die y-Achse schneiden. Und nun können wir einfach einen Schritt nach rechts gehen, das heißt, wir erhöhen den x-Wert von 0 auf 1. Das heißt, wir berechnen die Geradengleichung für den Fall, dass x gleich 1 ist. Dann erhalten wir für den y, also für die y-Koordinate oder für den y-Wert, 2 mal 1 plus 3, also insgesamt den Wert. Das heißt, bei der x-Koordinate 1 ist die y-Koordinate 5. Wir können auch diesen Punkt hier im Koordinatensystem suchen, x ist gleich 1 und y soll 5 sein. Das heißt, wir finden den Punkt hier. Wenn wir nun die beiden Punkte miteinander verbinden, dann sieht
die Gerade. Sowas. Und diese Gerade ist nun die Lösungsmenge von allen drei Gleichungen hier.